Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier mit einem neuen Nintendo-Video. Und zwar habe ich ja ein paar Faktenvideos schon gemacht über einige Nintendo-Charaktere und heute gibt es einen ziemlich beliebten Nintendo-Charakter und zwar unseren kleinen Lieblingsdino Yoshi, der ja eigentlich das allererste Mal 1990 im Spiel Super Mario World aufgetreten ist, Leute. Und solltest du noch kein Abonnent sein dieses Kanals, aber Bock auf Nintendo-Content hast, dann würde ich dir raten, den kostenlosen Abonnierknopf zu drücken. Dann verpasst du keines meiner Videos, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Yoshi-Fakten. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Wie eben schon erwähnt und wie viele Fans bzw. die meisten auch annehmen, wurde Yoshi das allererste Mal 1990 in dem Spiel Super Mario World eingeführt. Das stimmt auch eigentlich so, aber das ursprüngliche Charakterdesign ist schon wesentlich älter, und zwar 6 Jahre älter, um genau zu sein. Und zwar aus einem NES-Spiel aus dem Jahre 1984 von Nintendo, was den Namen Devil's World trägt, also Teufelwelt, was auch von Shigeru Miyamoto mitdesignt wurde. Und es handelt sich dort um einen kleinen Drachen namens Tamago, der den Teufel dort besiegen soll. Und er sieht wirklich aus wie Yoshi, hat auch die Fähigkeiten von Yoshi, also dass er Gegner schlucken kann und zu Eier werden lassen kann und sonstiges. Und deswegen hat sich Nintendo gedacht, einige Jahre, der Charakter war ziemlich interessant, den gestalten wir nochmal um und bringen ihn in das wohl beste und beliebteste Nintendo-Universum, was wir haben. Und das ist das Mario-Universum und so wurde Yoshi geboren. Jetzt kommt ein wirklich, wirklich verstörender Fakt, Leute. Haltet euch fest. Und zwar das Geschlecht von Yoshi, ob er männlich oder weiblich ist noch unbekannt. Das wissen wir nicht, da hat Nintendo nie was zugesagt. Es gab lediglich eine Aussage, dass er asexuell sei, beziehungsweise, dass er kein Geschlecht hat. Es ist nicht definierbar. Viele haben ihm angenommen, weil er Eier erlegt, dass er halt weiblich sei, aber es wurde gesagt, nein, er ist asexuell. Was jetzt aber wieder ein bisschen komisch ist, denn wir kennen Birdo. Birdo wurde damals als Bösewicht mehr oder weniger eingeführt, als ein männlicher Bösewicht, wohlgemerkt, der pinke Kleidung trägt, beziehungsweise pink aussah und auch eine Schleife hatte, beziehungsweise irgendwie feminin aussah, aber männlich war, laut der Aussage von Nintendo. Und Yoshi und Birdo sind ja irgendwie eine Beziehung. Wie die zueinander stehen, weiß man nicht genau. Aber wenn Birdo männlich ist, aber die Frauenrolle trägt, dann kann man ja vielleicht annehmen, dass Yoshi der Mann in der Beziehung ist. Oder haben die vielleicht überhaupt da so eine Beziehung, Leute. Ich will darüber nicht so viel reden, das ist auch Blödsinn, aber auf jeden Fall ein Fakt, dass Yoshi kein Geschlecht hat. Ein weiterer kleiner Funfact ist, dass in dem Spiel Super Mario World, in der europäischen Version, gab es ja dieses Level mit diesem fliegenden Delfin und dort konnte Yoshi diese nicht aufessen. In der originalen japanischen Version jedoch konnte er diese verschlingen und das ist nur eines der vielen Beispiele, der vielen Änderungen oder Zensuren, kann man fast schon sagen, die in der originalen Fassung vorgenommen wurden, um sie letztendlich in den Westen reinzubringen. Wusstet ihr, dass Yoshi gar nicht wirklich Yoshi heißt, sondern das ist nur seine Abkürzung? So. Sein wirklicher Name ist T. Yoshisaur Manche Koopas, Leute. Das ist sein wirklicher Name, das hat Nintendo so gesagt. Die Abkürzung natürlich Yoshi. Aber am Anfang dieses T-Punkt, für was steht es? Yoshisaur Manche Koopas, das ist ja wahrscheinlich nur sein Nachname. Und dieses T-Punkt ist sein Vorname. Also wissen wir eigentlich seinen richtigen Namen gar nicht. Ziemlich lustig und ziemlich interessant, wirklich. Ich wusste das vor diesem Video, vor der Recherche hier auch nicht, was Yoshi eigentlich gar nicht wirklich Yoshi heißt. Als Yoshi das allererste Mal aufgetreten ist, 1990 in Super Mario World, waren seine ersten Worte erstmal zu Mario, dass er sich bedankt bei ihm, dass er ihn aus dem Ei befreit hat, plus dass Bowser ihn in das Ei eingesperrt hat. Und das ist ein bisschen komisch, weil Yoshi legt ja diese Eier und wir wissen ja, dass oft diese Yoshis in diesen Eiern sind, beziehungsweise immer daraus schlüpfen. Und da ist die Sache, wie hängt das alles zusammen, dass er ihn in das Ei eingesperrt hat, weil das Ei war ja letztendlich ohne Schäden. Sind alle Yoshis von Bowser eingesperrt? Schlüpfen die Yoshis eventuell gar nicht normalerweise aus den Eiern? Oder hat Bowser eventuell sogar dieses Ei gelegt und ist die Mutter von Yoshi, weil sein Nachname ja auch Manche Koopas ist? Koopas, Leute, ich weiß es nicht, Leute. Es ist auch nur eine Theorie. Aber Fakt ist, dass Yoshi von Bowser in das Ei eingesperrt wurde. Ja, liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch nicht wusstet und was denkt ihr zu den einzelnen Fakten. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.